Oh fuck, ich habe die komplett falsche Taste gedrückt. Ja! Ciao! Ich gehe Aldrich besuchen, ja? Wo ist die Spinne? Ah, da ist sie. Jetzt erst? Warum denn jetzt erst? Ach, scheiß auf die Diakone. Ich geh direkt zu Aldrich. Gut, dass er eine Säule ist. Gut, dass er meine Säule gewesen war. Kannst du mal hier bleiben? Du riesiges, schleimiges, klobiges Etwas? Oh nö. Weißt du, Verein der Fürsten ist Aldrich echt läppisch, finde ich. Oh, was, wie, okay, wie hast du? Ich glaube, Aldrich hat mich gehört. Wäre wahrscheinlich schlauer, wenn ich die Seelen aufbrauchen würde. Kamera, Kamera, okay, Kamera, spiel einfach mal nicht mit. Schön, dass du den Gegner anvisiert hast. Der geht mir gerade auf den Nerven.
Oh, shit. Ich hab Aldrich irgendwie anders in Erinnerung. Nicht so nervig. Au. Okay, wie hat mich das jetzt nicht treffen können? Shit. Bye. Habe ich jetzt allen Ernstes sämtliches Estos aufbrauchen müssen für diesen bescheuerten Boss? Why? Der Boss ist doch gar nicht so schwer. Der Boss ist überhaupt nicht schwer. Den hatte ich damals, glaube ich, beim zweiten oder dritten Versuch umgenietet. Und danach immer im First Try. Keine Ahnung, warum der jetzt so problematisch gewesen war. War hier oben nicht irgendwas? Ah ja, genau. Hier sitzt normalerweise das Mädel, was aber hier nicht mehr ist, weil sie womöglich tot ist. Ring der Sonnenprinzessin. Wo ist das Ding? Ach, da oben! Stell TP langsam wieder her. Okay, ja, hört sich theoretisch gar nicht mal so uninteressant an. Ja, das ist wirklich sehr langsam, aber immerhin etwas. Immerhin etwas. Für unterwegs ist es ganz cool. Für einen Bosskampf absolut nutzlos. Naja, wobei, wer weiß. Vielleicht hat man dann einen Angriff abbekommen, wo man normalerweise gestorben wäre, aber man hat diesen einen kleinen Pixel Gesundheit noch bekommen gehabt, kurz bevor man den Angriff reingedrückt bekam. Und der hat einen dann wiederum überleben lassen. Da war nichts. War hier nicht noch irgendwas? Ich meine, hier wäre irgendwie noch wo was gewesen, aber scheint wohl nicht so. War der nicht größer gewesen, der Aufzug da hinten? Ich will das Leuchtfeuer übrigens gerade nicht benutzen, weil wenn ich es benutzen würde... Ach so. Ich bin dann wieder hier. Dann komme ich eigentlich auch direkt schon zum nächsten Boss. Aber ich kann, glaube ich, rasten, oder? Was musste ich machen? Musste ich die Statue angucken? Oder fehlt noch irgendwas? Soweit ich weiß, war eigentlich was gewesen, wo ich dann direkt zum nächsten Boss hingeportet werde. Aber allen Anschein nach fehlt wohl noch gerade irgendwas. Oder irgendwas ist anders. Nicht wundern, dass ich wieder hier bin. Ich bin nur zurückgegangen zum Schrein, damit ich meine Seelen aufbrauchen kann. Damit ich sicher ruhig zum nächsten Boss gehen kann. Der eigentlich doch irgendwie wo hier gewesen sein muss, oder nicht? Soweit ich weiß, wenn man Aldrich besiegt, passiert irgendwas, wodurch du dann weggeportet wirst. Zu der einen Tante, kurz bevor ich den Bosskampf mit Ward gehabt hatte. Oder kommt das erst... Oder musste ich noch irgendwas anderes machen? Nee, eigentlich nicht. Oder? Was fehlt mir denn? Was fehlt mir denn, was ich noch nicht gemacht habe, was mir jetzt gerade nicht ermöglicht, weggeportet zu werden? Ich habe so keine Ahnung, was mir hier gerade fehlt.
fehlt mir hier gerade? Oder musste ich gehen? Nein. Das war's nicht. Ich bin gerade echt überfragt. Was? Wo? Wo zum Geier muss ich denn jetzt noch überall irgendwo hingehen, damit ich dann am Ende weggeportet werde? Oder muss ich da jetzt da diesen einen Weg runtergehen, den ich nicht runtergelatscht bin, aber mir ein Leuchtfeuer abgeholt habe, damit ich da Estos aufladen kann? Muss ich hier weiter? Ich habe so keine Ahnung mehr von dem Spiel. Ja, ja, haut mal ab. Da! Gut, die Falle hat irgendwie funktioniert, wa? Au. Weiß der Geier, wie ich jetzt gerade diesen Stoß nach vorne gemacht habe? Nein, das ist das Treten, aber das kriege ich komischerweise gerade sehr gut hin. Weiß der Geier, wie ich da auf einmal so einen Stoß nach vorne gemacht habe? Naja, egal. Da ist ein Item. Eine Münze. Hi. Wie geht's denn so? Och, nicht schon wieder der. Der hat erstaunlich wenig Probleme gemacht. Was zum Geier war das hier nochmal für ein Weg? Ich weiß, dass es hier, glaube ich, einen PvP-Kampf gab. Ja, hey, da haben wir ihn ja. Typ mit einer Armbrust. Au. Okay, okay, okay. Schade. Fast wäre er von alleine sogar runtergesprungen. Nein! Oh, Pixel! 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 Da haben wir den Pixel, der mir das Leben gesichert hat. Warum machst du denn nicht so einen Angriff gerade? Ich stand doch hinter ihm. Whatever. Wenigstens wird der mir jetzt keine Probleme mehr machen. Das war eine Sackgasse. Ach, hier ging es in den Dungeon, glaube ich, richtig? Yep. In den Kerker. Wo es richtig, richtig tolle Gegner gibt. Und zwar welche, die mir meine Gesundheit verringern.
Zwar nicht permanent, sondern nur für eine gewisse Zeit, aber ja, das sind echt schön nervige Gegner. Musste ich hier was machen? Ach ja, hier unten ist Jorm, stimmt. Hier unten ist Jorm. Den musste ich, glaube ich, noch killen, damit ich dann bei Aldridge weggeportet werde. Hundertprozentig sicher bin ich mir, was das angeht, aber jetzt ehrlich gesagt aber nicht. Ich meine, dass aber irgendwas in der Richtung gewesen war. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Okay, weißt du was? Ich glaube, das hier mit diesem Dungeon sparen wir uns mal fürs nächste Mal auf. Und würde dann mal sagen, dass ich jetzt erstmal hier an dieser Stelle dann Ende mache. Hab schon lang genug aufgenommen und ehrlich gesagt, ich glaube, langsam habe ich auch gerade irgendwie die Schnauze voll. Ich weiß nicht, da ist so viel Scheiß am Passieren gewesen. Warum ist denn das alles so... Ich habe Dark Souls 3 anders irgendwie in Erinnerung. Irgendwie einfacher. Aber hey, immerhin habe ich das abgeschlossen, was ich wollte. Ich habe Anri gefunden. Ich habe Pontiff umgeklatscht. Ich habe Aldridge umgeklatscht. Ich habe die Heirat abschließen können. Ich habe quasi so gut wie alles abgeschlossen, was ich jetzt halt machen musste, um... Wie hieß das nochmal? Usurpation of Fire? Aneignung des Feuers hieß das, glaube ich, auf Deutsch das Ende. Damit ich das Ende jetzt hinkriegen kann und, ja, hab dann endlich das Ende, was ich für diesen Spieldurchlauf haben wollte. Gut, aber es sei einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.